Weiter geht's bei Pokémon Sovereign of the Skies. Wir stehen vor der fünften Arena, Fragezeichen. Ja, vor der fünften Arena und da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen umsehen und ein bisschen Spaß haben. Hey Typ, gibst du mir was? Mit zwei Typen hier gekämpft. Rechts befinden sich schwebende Balken, die nur geradeaus gesprungen werden können. Aber nicht zurück. Links befindet sich schwarzes Eis, worauf sich Teleportfelder befinden. Damit du auch eine Chance hast, hier. Okay, ich habe jetzt gar nichts verstanden, was du mir sagen möchtest, aber... Lena kämpft mit Psycho-Pokémon, dagegen kommst du mit Unlicht, Geist und Käfern an. Leon kämpft mit Unlicht-Pokémon, dagegen helfen Kampf- und Käfer-Pokémon. Ach so, rutschiges Eis, ich verstehe. Ja, das war jetzt ziemlich gut. Dann halt hier. Hier drüben kann ich kämpfen. Ja. Oh, gleich ein Doppelkampf. Mich hat es auch gewundert, als ich diese Arena betrat. Ich dachte erst, ich habe es mit einem Eisleiter zu tun. Wie sehr ich mich doch getäuscht habe. Ja, ja, ja. Meine Pokémon, ich arbeite nahezu. Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Fleiß kein Leis. Ja, ja. Oh, Psychos. Oh, verdammt nochmal. So, Viris. Zu Viris ist ein Problem. Ja, das schützt sie auch gleich mal. Zubiris ist halt echt ein Problem. Ich glaube, wir wollen Zubiris zuerst ausschalten. Besonders jetzt, wo es sich nicht schützen kann. Ja, das sah gut. Ah, perfekt. Paralysiert. Super gemacht, Altaria. Perfekt. Und Schockwelle. Und das war's für Zubiris. Sehr gut. Aussetzer von Lashoking. Okay, bringt ja gar nichts. Wir machen einfach weiter. Das war's für Lashoking. Und da hinten ist wieder Meditie und nicht Pucci, verdammt. Mir fällt der deutsche Name gerade nicht ein. Pfiffian, genau. Oh Mist, oh, ich war nicht vorbereitet. Bla bla bla. Kann ich mir jetzt eigentlich aussuchen, gegen wen ich kämpfe? Shit. Kann ich nicht aussuchen, gegen wen ich kämpfe? Fuck. Okay, hier ist richtig. Dann da. Dann komme ich zum nächsten Kampf. Verstehe. Manche Leute können auch echt naiv sein. Sie glauben, dass Pokémon nur Nutzgegenstände sind. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich zeige es dir. Nein, ich werde mich trauen. Ich will kämpfen. Halt die Klappe. Scheiß Kinder. Oh, ein Groink. Sehr cool. Sehr cool. Okay, Psychokinese gegen Groink und Feuerodem gegen Pfiffian. Magiemantel. Okay, uncool. Friss das, Pfiffian. Sehr gut gemacht, Altaria. Fantastisch. Und dann haben wir einen Hunduster. Diese Unlicht-Pokémon. Bin ich überhaupt kein Fan von. Gar nicht. Okay, wir bleiben aber dabei. Garbo, du kümmerst dich um Groink und Altaria. Du machst weiter mit dem Feuerodem gegen Hunduster. Ja, es war gut. Es war gut. Zack. Nee, kein Crit. Es reicht leider nicht aus. Okay, was machen sie jetzt? Psystrahl von Groink gegen Garbo. Nicht weiter wild. Und was macht Hunduster? Biss gegen... Okay, Altaria. Okay. Damit kann ich doch am ehesten leben. Schockwelle gegen Hunduster und Feuerodem gegen Groink, bitteschön. So, das war's für Groink. Und das war's für Hunduster. Und die Schulkinder wurden besiegt. Lalala. So, dann kann ich jetzt bestimmt hier nach oben gehen. Dann hier und hier. Oh, da drüben. Psyana. Bestimmt ein Nachtara. Schalter betätigen, ja. Und dann öffnen wir damit diese guten Sandsteine, ne? Ja, die einen gehen weg. Alles klar, hätten wir die erste Seite geschafft. Und nun die zweite, die ich, wie gesagt, noch nicht so... Ach so, rüberspringen kann ich. Aha, aber nicht zurück. Ich habe verstanden. Girafarik. Cool. Konfusion. Ha! Tschüss, Girafarik, hat Spaß gemacht. Ein Kadabra
Das macht Pupita, auf jeden Fall. Denn die normale Verteidigung von Kandabra, die ist ein Witz, versteht ihr? Ein Witz. So. Hätten wir das geschafft, nehmen wir wen nach vorne? Altaria. Das ist das Einzige, das noch nicht Level 40 erreicht hat. Hep, 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 hier Doppelkampf. In der Schule nannten sie mich immer einen Psychopathen, aber mittlerweile akzeptiere ich das, ja, ja. Okay, okay, okay. Feuerodem, Hunduster und Psycho mit Psycho bekämpfen. Gardevoir, du gegen Kirlia. Ha! Sehr schön. Und Level 40 für Altaria und, oh, Drachentanz. Wollen wir Drachentanz? Ich glaube, ja. Erstaune weg. Ja, man weiß nie. Man weiß nie. Okay, Schnabel und Schockwelle. So, was kommt als nächstes noch? Tengulis, das jetzt die Schockwelle abkriegt. Okay, Schnabel und nochmal die Schockwelle. So, auch Tengulis ist weg. Und Miriam und noch irgendein Typ wurde besiegt. Ah, das war nicht so gut, verstehe. Ich möchte ja eh alle bekämpfen, ne? Deswegen ist es eigentlich kein Problem, wenn ich da runterfalle. Oh, ein Galagladi. Schnabel. Laubklinge, bringt dir nichts, zack, und besiegt. Doing, 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 und auch hier geht's nicht weiter. Perfekt, dann können wir jetzt nach rechts lang gehen und dann haben wir alle Trainer mitgenommen. Ich möchte euch auch gar nicht zuhören, ihr könnt eh nichts. Schnabel. Schnabel. Kirlia, wir bleiben mal drin. Auch wenn der sehr gleich treffen wird. 41 schon. Und ein Tengulist. Wen lassen wir das machen? Ah, komm. Ja, da kommt der Scheiß her, aber die Attacke ist nicht so stark. Wachstum auch nicht weiter wichtig und zweimal Schnabel und das Vieh ist erledigt. So, noch ein letzter Doppelkampf, den wir bestreiten werden mit Pupita und Aquana. Ja, ich denke, das ist eine gute Sache, das. Ja, wir sind stark und wir möchten kämpfen. Ja, ja. Oh, wei, okay, fantastisch. Biss gegen Owei und Steinhagel gegen beide. Ja, zack. Es reicht noch nicht mal. Sternschauer. Owei schreckt zurück, fantastisch. Gut, dann versuchen wir Spukball gegen Tengulist und nochmal Steinhagel und dann sollten... Shit. Bald erledigt sein, würde ich sagen, aber nein, Owei wird geheilt. Ihr nervt langsam. Biss gegen Owei. Und nochmal Steinhagel. So, jetzt Owei besiegt, fantastisch. Und ein Kokowei ist das nächste. Okay. Aurora-Strahl und Biss gegen Kokowei, ja. Das machen wir gerade am meisten Sorgen hier. Aquane 41. Und solange Tengulist nur Sternschauer einsetzt, ist das alles kein Thema. Aurora-Strahl und Windhose. So, es reicht. Und das letzte Pokémon ist ein Absol. Es kriegt die Windhose ab, was aber nicht allzu viel gebracht hat. Gut, Spukball und meinetwegen Biss. Dann war es das auch. Von den Leveln her sind wir eigentlich gut dabei. Was? Oh. Überlegungsfehler. Ist gut, Absol ist besiegt. Danke. Ist ja nicht Typ Psycho. So, Hebel betätigen und der Weg zu den Arenaleitern ist frei. Aber vorher werde ich mich natürlich nochmal heilen gehen, ich meine. Vorausgesetzt, ich finde das Pokémon Center, da ist es. Ich frage mich jetzt gerade, muss ich gegen beide antreten oder nur gegen einen Arenaleiter? Oder wird das wirklich alles ein Doppelkampf werden? Ich werde es ja gleich sehen. Hallo, ihr zwei. Ich kann nicht mit Ciara und Nachtara reden. Ich nehme mal dich hier. Hey, du scheinst ein neuer Herausforderer zu sein. Du bist in dieser Arena herzlich willkommen. Meine Schwester und ich trainieren zwei unterschiedliche Pokémon in dieser Arena. Wir konnten uns nie entscheiden, ob wir Psycho- oder Unlicht-Pokémon kämpfen lassen. Unlicht, da die Kraft der Unlicht-Pokémon oft unterschätzt wird. Sie aber eine gewaltige Kraft in sich haben und... Und da die psychischen Kräfte der Psycho-Pokémon enorm sind. Wenn du bereit bist, gegen zwei verschiedene Typen zu kämpfen und du den Orden von Gletscheri haben willst,
Folge uns in den hinteren Bereich. Jetzt muss ich gleich was anmerken. An die Entwickler. Wollt ihr Gletscheria jetzt mit SCH schreiben oder nur mit CH? Ist mir beim Schneiden aufgefallen. Ab und zu steht da nur CH und jetzt steht wieder SCH. Nur so als Gedankenstütze. Ja, folgt uns. Wir werden auf dich warten. Alles klar. Ich würde sagen, wir kämpfen mal sicher mit Traunmagil und mit Pupitar, ja. Obwohl, vermutlich wird das eh wieder nichts werden. Oh, ich habe so viel Geld, dass ich verlieren werde. Oh, ich habe echt viel Geld, dass ich verlieren werde. Egal. Egal. Was ist mit dir hier? Trainer Shawny fordert Leiter Leon und Lena heraus. Gut, gut, genug mit den Worten. Zeig uns endlich deine wahre Kraft. Zeig uns, ob du diesen Doppelkampf bestehst. Ich habe leider so meine Zweifel, ob ich den bestehe. Ihr habt bestimmt wieder ultra gemeine Teams. Snibuna und Stami, alles klar. Alles klar. Das Pupitar jetzt schon wieder nicht die beste Wahl. Warum wollte ich genau mit Traumagil kämpfen? Ich weiß es nicht. Such dir mal Erstauner gegen Stami. Bis ebenfalls gegen Stami. Die sind Level 45, sehe ich gerade. Okay, das wird nichts. Okay, Stami ist weg. Sehr gut. Ein Psyana, okay. Dann machen wir nochmal Erstauner. Gegen Psyana und Pupitar wechseln wir aus mit Altaria. Denn dann kann Schaufler niemandem etwas anhaben von Snibuna. Vielleicht gar nicht mal so dumm jetzt gerade. Flugball. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Shit. Aquana, ja. Schaufel hat keine Wirkung, gut. Okay. Biss. Nee, Spukball. Gegen Psyana. Und Feuerodem gegen Snibuna. Holy fucking shit, Psyana ist Level 46. Oh, jetzt. Verdammtes Mistvieh. Nochmal Spukball dagegen und Feuerodem ebenfalls gegen Psyana. Wir müssen... Nein. Schaufler gegen Aquana. Okay, das... Wow, macht viel zu viel Damage. So. Zwei sind weg. Jetzt haben wir zwei... Fucking shit. Ich muss... Was soll ich machen? Was soll ich machen? Aquana heilen erstmal. Und ich würde sagen, wir heilen auch noch gleich Altaria. Ja. Oh, hör doch auf, dich immer einzugraben, du verdammtes Mistvieh. Okay. Wir machen den Spukball auf Nachtara. Und Feuerodem ebenfalls auf Nachtara. Schaufel macht so dermaßen viel Damage. Yes! Paralysiert. Aber Altaria ebenfalls. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Heilen. Hypertrank auf Aquana. Habe ich eine Top-Genesung? Habe ich. Das geben wir Altaria. Perfekt. Oh, es könnte nicht besser sein. Okay. Spukball auf Nachtara. Und dann... Ich möchte jetzt nicht auf Gesang oder Drachentanz setzen. Ich muss Damage machen, und zwar so schnell wie möglich. Warum mache ich das eigentlich immer? Eisenschweif, was ist mir das? Ich bin gerade ein wenig überfordert, was ich machen soll. Nachtara. Yes! Die vergräbt sich. Der perfekte Gegner. Nein! Oh nein! Fuck! Pupitar, los! Steinhagel. Und du weiter Feuerodem auf Nachtara. Oh, natürlich war es ein Crit. Warlord. Oh, Nachtara kann ich angreifen. Immerhin das. Okay. Zertrümmerer.
auf nach... Nee, Eistrahl auf nach Zara. Und wenn sich jetzt Libuna wieder in den Boden eingraben wird, setze ich jetzt auf Drachentanz. Nein! Nach Zara wird geheilt, das ist nicht gut. Aber das Vieh verbuddelt sich, das ist gut. Drachentanz. Aber ich habe halt nicht viel, dass mein Angriff wirklich was bringt, außer Schnabel. Oh, das bringt doch alles nichts. Versuchen wir Zertrümmerer. Und dann versuchen wir Gesang, ebenfalls bei Snibuna. Shit, jetzt ist Altaria natürlich schneller. Das ist nicht gut. Au, 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 das war nicht gut. Warlord. Zertrümmerer auf Nachtara. Und Altaria wird geheilt. Nein, oh, nicht flüchten, bin ich denn bescheuert? Übertrank auf Altaria, so. Nein, was mache ich eigentlich? Altaria, Feuer Odem gegen Nachtara. So. Ich verstehe es gerade nicht, was ich gemacht habe, ist egal. Zertrümmerer auf Snibuna. Und Altaria macht nichts. Es heilt Moorlord. So. Ja. Ja, das war gut. Und Zertrümmerer. Perfekt. Jetzt ist nur noch Nachtara da, oder? Leute, das Vieh, hau mir weg. Schaffen wir es wirklich, diesen Kampf zu bestehen? Sehr fantastisch. Drachtodem. Wir schaffen es wirklich mit unseren unterlevelten Pokémon, diesen Kampf zu bestehen. Das wäre fantastisch. Knirscher. Autsch. Aber Moorlord hält den Stand. Nicht übertreiben. Moorlord nochmal heilen. Und Altaria greift an, würde ich sagen. Und Nachtara kann gar nichts machen. Fantastisch. So. Jetzt haut das Vieh bitte kaputt. Nochmal Zertrümmerer und dann Schnabel. Yes! Leute, mein Team ist fantastisch. Trotz dem tiefen Level haben wir es geschafft. Wow, ist das ein Ernst? Ich hätte nicht gedacht, dass du uns, dass du so gut bist. Yeah, und wir haben kein Geld verloren, sondern wir kriegen noch knapp 10.000 dazu. Sehr schön. Wir bekommen den Partnerorden. Fantastisch. Der Partnerorden erhöht die Verteidigung und den Teamgeist deiner Pokémon. Zusätzlich könnt deine Pokémon Surfer einsetzen. Aber wo kriege ich Surfer her? Wir möchten dir zwei Geschenke geben. Die haben 44, was ist das denn? Und 46. Raub. Ja, man kennt Raub. Und Erholung. Alles klar. Wir wünschen dir alles Gute auf den Weg. Pass gut auf dich auf. Wir würden uns bald über einen weiteren Kampf mit dir freuen. Pass gut auf dich auf. Ja, ja, ja. Tschüss, 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 tschüss. Wir gehen. Okay. Oh. Melissa, hallo. Ich habe vergessen, dir diese VM zu geben. Ah, wunderbar. Ich wusste es. Danke, meine Süße. Danke. Kann ich mich vielleicht ein bisschen revanchieren bei dir? Irgendwo in der Wärme? Ganz alleine? Nur wir zwei, hä? Mit dieser VM hast du keine Probleme, über das Meer zu reisen. Von nun an solltest du es keine Probleme mehr darstellen, nach Orte auf dem Meer zu erreichen. Viel Glück. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Oh, ich hoffe doch auch. Tschüss. Ich glaube, die steht auf mich. So. Aber das haben wir uns verdient. Surfer. Apropos VM, wir haben jetzt Probleme. Denn... Okay, was... Biss kann weg. Ja, Biss kann weg. Natürlich bringen wir das auch noch gleich unserem lieben Moorlord bei. Besser als Aquaknarre auf jeden Fall. Nee, was wollte ich sagen? Das Problem ist jetzt, wir haben kein Pokémon mehr dabei, das Zerschneider beherrscht. Das war ja Dictry, nicht wahr? Aber das ist jetzt nicht mehr dabei. Aber da machen wir uns später Gedanken darüber. Leute, wir sehen uns doch kurz in Orden an. Hätte ich beinahe vergessen. Doch, sieht schick aus. Gefällt mir. Auch, dass ich über 55.000 Gold dabei habe. Leute, das war's für heute mit Pokémon Sovereign of the Skies. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!